Für die heutige Geschichte begeben wir uns in eine komplett neue Umgebung. Die meisten Geschichten auf meinem Kanal spielen sich in den Vereinigten Staaten ab, aber heute begeben wir uns nach Indien. Um genauer zu sein, die heutige Geschichte spielt sich in Mumbai ab. Die Geschichte handelt von der Mafia-Patin Gangubai. Sie war sowas wie die Mafia-Königin von Mumbai. Ihre Geschichte ist ziemlich skurril, wenn ich ehrlich bin. Sie hatte ihre Macht einfach von den einen auf den anderen Tag erlangt. Aber darauf werden wir ein bisschen später eingehen. Ja Freunde, wenn ihr keine Geschichten oder News mehr aus der Unterwelt verpassen wollt, rate ich euch den Kanal zu abonnieren. Schreibt mir auch gerne eure Videovorschläge in die Kommentare. Ich versuche stets so viele wie möglich zu bearbeiten. Dieses Video stammt übrigens auch aus einem Zuseherkommentar. Jetzt haben wir lange genug drumherum geredet. Jetzt wird es Zeit, dass wir in die Geschichte starten. Zuerst sollten wir ein bisschen die Vorgeschichte von Mumbai besprechen. Wir drehen die Zeit etwas zurück. Damals als Mumbai nicht Mumbai hieß, sondern Bombay. Die Unterwelt ist eigentlich schon seit den Anfangszeiten vertreten. Das liegt wohl daran, dass Mumbai die größte Stadt von Indien ist und sie gilt auch als die Finanzhauptstadt. Die Unterwelt wurde von unzähligen Gruppierungen dominiert. Einer der bekanntesten Namen aus dem alten Spiel war Haji Mastan, der die Stadt für eine lange Zeit in seinen Händen hatte. Die bekannteste Organisation ist wohl die D-Company, die bis heute noch aktiv sein soll. Ein Name, der auch immer wieder in dieser Geschichte auftaucht, ist Gangubai. Sie wurde später auch als die Königin von Mumbai bezeichnet. Ganga Katiawari stammte eigentlich aus einer ziemlich hochklassigen Familie. Die Familie hatte auch ziemlich gute Verbindungen in die Politik. Ganga lernte dann einen Mann kennen. Ramnik war ein Mann, der aus der Gegend stammte. Er war zu dieser Zeit 28 Jahre alt. Ganga hatte schon früher ein Interesse für die Film- und Theaterindustrie entwickelt. In Indien gab es eine Stadt, die diese Interesse decken konnte, Mumbai. Anfangs schien es so, als wäre Mumbai für immer ein Traum. Doch mit Ramnik war der Traum in greifbarer Nähe. Ramnik stammte nämlich aus Mumbai. Ganga und Ramnik fingen dann damit an, sich zu daten. Das große Ziel für Ganga war es, sich eine Existenz in Mumbai mit Ramnik aufzubauen. Doch der Vater und ihr Bruder würden dies nie akzeptieren. Ganga und Ramnik mussten sogar heimlich heiraten. Einen Tag nach der Hochzeit entschieden sich die beiden dazu, einen großen Schritt zu wagen. Sie flüchteten nach Mumbai. Ganga nahm nur das Nötigste nach Mumbai mit. Der große Traum schien sich gerade zu verwirklichen. Anfangs verlief die Zeit, wie sie es sich vorgestellt hatte. Ramnik entschied dann, dass die beiden von nun an bei seiner Tante wohnen würden. Ganga war von dieser Entscheidung ziemlich überrascht. Es lag wohl daran, dass sie von dieser Tante bis jetzt noch nichts gehört hatte. Doch sie wollte das Ganze nicht hinterfragen. Und so zog sie mit Ramnik zu seiner Tante. Angekommen bei der Tante änderte sich die Situation schlagartig. Die Tante ist Sheila und sie machte es auch bemerkbar, dass sie nichts für Ganga übrig hatte. Sie führte Ganga zu einem Ort im Haus, wo lauter Frauen waren. Es waren nur leicht bekleidete Frauen. Ganga wusste sofort, dass hier etwas gewaltig falsch lief. Nachdem einige Zeit verstrich, wurde ihr klar, was hier Sache war. Ramnik hatte sie hinters Licht geführt und sie verkauft. Ramnik hatte Ganga für 500 Rupie verkauft. Doch nun war alles zu spät. Sie war auf die Falle reingefallen. Sie konnte nicht so einfach in ihren Heimatort zurück. Sie hatte die Ehre ihres Vaters verletzt. Daher würde er sie auch nicht mehr aufnehmen. Ganga war nun voll und ganz in den Händen von Sheila. Sheila war offensichtlich die Betreiberin eines Bordells und daher musste Ganga von da an ihre Aufgaben erledigen. Eines Tages traf ein Mann in dem Bordell ein, der von Ganga gehört hatte. Er war aber kein normaler Kunde, denn er ging ziemlich gewalttätig mit Ganga um. Zum Schluss zahlte er nicht einmal. Er kam dann ein paar Tage später zurück und dieses Mal war es sogar noch brutaler. Ganga musste sogar das Krankenhaus aufsuchen. Das Problem hinter dieser Sache war, dass der Typ ein bekannter Gangster war. Also konnte niemand was gegen ihn unternehmen. Doch Ganga wollte die Sache in die eigene Hand nehmen. Sie fand heraus, dass es sich bei dem Gangster um Shaukat Khan handelte. Er war ein Untergestellter von dem extrem mächtigen Mafia-Paten Karim Lala. Ganga entschied sich dazu, ihre einzige Chance zu nützen, auch wenn sie noch so gering war. Sie wollte sich mit Karim Lala treffen. Sheila und die anderen warnten sie vor Lala, doch sie ließ sich von nichts mehr abbringen. Ganga arrangierte dann ein Treffen mit Karim Lala. Lala war zwar ein bekannter Mafia-Pate, doch er hatte gleichzeitig auch Familie. Daher respektierte er den Besuch von Ganga und er hörte sich ihre Geschichte an. Als er sich die Geschichte anhörte, sagte er ihr, dass kein Shaukat Khan für ihn arbeiten würde. Doch er schickte einen seiner Männer mit zum Bordell. Nach 3 Wochen war es wieder soweit. Shaukat Khan besuchte wieder einmal das Bordell.
Ganga alarmierte den Mann, der ihr von Lala mitgeschickt wurde. Als Shao Kat dann das Bordell verlassen wollte, stand er genau vor Karim Lala und zwei seiner Männer. Karim Lala und seine zwei Männer schlugen ihn dann ziemlich hart zusammen. Shao Kat fragte dann Karim, warum er sowas an einem seiner eigenen Leute gemacht hatte. Karim sagte ihm dann, dass Ganga ab sofort unter seinem Schutz stünde. Nach dieser Aktion änderte sich die Situation rund um Ganga. Die Einwohner von Kamitapura respektierten sie von da an mehr denn je, was an ihren Kontakten lag. Eines Tages starb dann Sheila. In Mumbai herrscht ein ziemlich ungewöhnlicher Zustand, denn die Bordellbosse werden durch eine Wahl gewählt. Nach dem Tod von Sheila sich für die Wahl aufzustellen, sie gewann diese dann auch. Gangas Hauptziel dabei war es, dass die Arbeiter in ihrem Bordell so sicher wie möglich waren. Sie setzte sich auch für viele junge Frauen ein, denen das gleiche passiert war wie ihr. Niemand sollte mehr gezwungen werden. Jeder, der die Arbeiter eines Bordells nicht gut behandelte, bekam auch direkt eine Strafe. Ganga benutzte immer wieder ihre Kontakte aus der Unterwelt für solche Aktionen. Ganga hatte dann über immer mehr Bordelle das Sagen in Kamitapura. Ganga konnte diese Position für 16 Jahre halten. Sie adoptierte auch einige Kinder von den Straßen, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Ganga ist mittlerweile verstorben. Ihr Leben wurde auch auf Netflix verfilmt. Ja, Freunde, das war's wieder einmal mit der heutigen Geschichte. Was haltet ihr davon, wie sie ihre Kontakte in der Unterwelt nutzte? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten.